Wissen Sie, Frau Pfarrer, hat mir jetzt letztens wieder mal jemand gesagt. Ich glaube schon an Gott, ja. Aber die Kirche brauche ich nicht dazu. Ich gehe doch lieber mal in den Wald oder auf die Berge hoch, da bin ich im Himmel nah. Aber die Kirche brauche ich nicht. Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen, so sagt man doch. Wir haben gerade hier in Nürnberg das Altstadtfest, das Oktoberfest in München. Und da stehen überall die Bierzelte und die Biertischen und Menschen sammeln sich um diese Tische. Freunde, Freundinnen, zum Teil auch fremde Menschen. Und da gibt es die Mast, die rumgegeben wird und die Brezen, die geteilt werden. Und man singt und quatscht miteinander. Es wird geschunkelt und am Abend dann geht man erfüllt oder auch gefüllt nach Hause. Das ist einfach ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Sowas trägt weiter. Menschen brauchen sich da einander. Und genau das hat Jesus auch gelebt und angeboten. Er ist mit ganz vielen Menschen immer wieder zusammengekommen. Er hat sie eingeladen an seinen Tisch. Er ist zu den Leuten ins Haus gegangen. Er hat mit ihnen gegessen und getrunken. Er war einfach zusammen. Auch an diesem Abend, kurz bevor er dann gekreuzigt wurde, da hat er ja alle beisammen gehabt, am Tisch beim Essen und zum Trinken. Hier hinter mir ein wunderbares Bild von diesem Abendmahl. Jesus mit seinen 12 Jüngern. Man sieht sie, wie sie hier sitzen. Das ist ein tolles Bild, mir gefällt das sehr, sehr gut. Alle miteinander, ganz eigene Gestalten, an einem Tisch mit einer Tischdecke. Gerade wie wenn sie an einem Biertisch sitzen würden. In der Mitte sieht man den Jesus und auf seinem Schoß kuschelt der Johannes. Rechts außen der Judas schaut in die Luft, gerade als ob ihm das alles nichts angeht. Eine bunte Mischung. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, trefft euch immer wieder, auch wenn ich nicht mehr da bin. Trefft euch, bleibt nicht allein. Und so war es dann auch wirklich. Die allerersten Christen haben sich nach dem Tod Jesu relativ frühzeitig wieder in den Häusern getroffen. Sie haben miteinander gegessen und getrunken. Die haben sich erzählt von den Erlebnissen mit Jesus und waren sich sicher, auf diese Weise ist er irgendwie präsent. Er ist irgendwie da, mitten unter ihnen. Es kommt nicht von ungefähr, dass dieses Gemeinschaftsmahl, das Abendmahl zu einem ganz zentralen Punkt unseres christlichen Glaubens geworden ist. Und ich denke und ich glaube wirklich, dass man selber austrocknet im Glauben, wenn man diese Gemeinschaftserlebnisse nicht mehr hat. Wir brauchen uns einander. Der Glaube vertrocknet, wenn da kein Austausch ist. Wenn wir uns nicht gemeinsam an den Tisch setzen oder miteinander reden oder singen oder was auch immer, uns treffen als Gemeinde oder als Gemeinschaft. Es müssen ja nicht immer gleich die großen Feste sein wie am Kirchentag, wo hier alles dann vibriert hat in der Kirche. Oder auch an unserem letzten Bach-Kantaten-Gottesdienst, wo viele Menschen da waren und laut gesungen haben. Nein, es reichen auch kleine Veranstaltungen treffen, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mittendrin dabei, hat Jesus gesagt. Und das ist es. Mein Glaube lebt weiter, wenn ich mit anderen ins Gespräch und in Kontakt komme. Dazu möchte ich Mut machen, dass sie sich jemanden suchen, dass sie sich ihre Orte suchen. Es gibt Zeiten, an denen ich alleine nicht mehr beten kann. Da fehlen mir die Worte. Und da tut es einfach gut, auch sich in einer Gemeinschaft zu wissen und getragen zu werden durch das Gebet anderer. Oft ist es auch das Vaterunser, in das man sich dann einfach einklinken kann oder mithören kann mit den anderen. Und dieses Vaterunser beten wir jetzt. Ich bete es für Sie, mit Ihnen. Und so in einer Gemeinschaft.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. An der Stelle kommt jetzt der Segen. Und der Segen ist ja auch ein Beziehungsgeschehen. Er wird zugesprochen. Allein zu Hause kann ich mir nicht selber den Segen zusprechen. Übrigens gibt es hier in der Kirche, bei uns, aber auch in allen anderen Kirchen immer wieder die Möglichkeit, sich Segen zusprechen zu lassen. In Lorenz jeden Donnerstag auch mit Handauflegung oder nach den Gottesdiensten Kurzandachten. Herzliche Einladung. Jetzt aber speziell für Sie heute und hier. Gott segne und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.